Betriebssysteme von Computern werden ja regelmäßig abgedatet, um sie den Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen. Seltsam ist, mit den Heiligen Schriften passiert es nicht. Die verfügen tatsächlich immer noch über genau denselben Quellcode wie beim ersten Release. Das heißt, im Grunde sind die nie so richtig über den Stand einer Beta-Version hinausgekommen und dadurch voller Sicherheitslücken und Bugs, die nie gefixt wurden. Gut, lediglich das Christentum wurde ein einziges Mal abgedatet. Das ist allerdings auch schon 500 Jahre her. Es führt dazu, dass die Buchreligionen bis heute leider immer wieder von Fanatikern gehackt und für finstere Zwecke missbraucht werden. Um so etwas künftig zu verhindern, bin ich sehr dafür, mit den Heiligen Schriften genauso zu verfahren wie mit Betriebssystemen von Computern und sie mit einem nachträglichen Sicherheitsupdate auszustatten. Die Heiligen Schriften 2.0. Für viele Menschen sind die Heiligen Schriften, also die Bücher, die die Religionen stiften, das einzig wahre göttliche Gesetz. Doch ich frag mich, ob man sie damit nicht überschätzt. Denn das Problem bei diesen Büchern ist, dass man sie ja nun mal unterschiedlich auslegen kann. Drum schlage ich vor, aufgrund der Differenzen in diesen Büchern ein paar Punkte zu ergänzen. Und zwar die folgenden: Du sollst andere Menschen nicht diskriminieren, sondern sie so wie sie sind akzeptieren. Begegne allen, auch denen, die ganz anders sind als du, mit Respekt und Toleranz. Und wenn jemand anders ist als du, dann geh doch einfach mal auf ihn zu. Vielleicht ist es danach gar nicht mehr vonnöten, alle Ungläubigen zu töten. Du sollst dich nicht über andere erheben und sie betrachten als unwertes Leben, etwa weil sie einen anderen Glauben haben, andere Herkunftsorte oder Hautfarben. Du sollst doch keine Kinder missbrauchen und sie zu seelischen Krüppeln zusammenstauchen, sie ausbeuten oder gar ums Leben bringen und sie auch nicht in eine Kinderehe zwingen. Du sollst damit aufhören, Homosexuellen von anderen Minderheiten nachzustellen. Du sollst sie in Frieden leben und lieben lassen und es endlich unterlassen, sie zu hassen. Ändere bitte deine Attitüde, sei nicht so engstirnig und nicht so prüde. Denn wenn du erstmal nicht mehr so verklemmt bist, dann musst du auch nicht mehr bekämpfen, was dir fremd ist. Du sollst auch keine Frauen vergewaltigen und auch von deinen anderen Mann nicht faltigen. Frauen zu unterdrücken, lässt es langsam an der Zeit abzurücken. Lass es bleiben, sie zu peinigen, sie zu schlagen, zu beschneiden und zu steinigen, sie an Leib und Seele zu verletzen und im Gesicht mit Säure zu verätzen. Stattdessen sollst du sie mal lieber gleichberechtigen und ihnen zugestehen, sich selber zu ermächtigen und ihre Potenziale zu entfalten, statt sie von Bildung fernzuhalten. Und lass sie ruhig mal selber entscheiden, ob und wen sie heiraten und wie sie sich kleiden, statt sie auf deine Auffassung von Ehre einzunorden, die vorsieht, sie bei Ungehorsam zu ermorden. Und sei nicht immer gleich beleidigt, lehn dich einfach mal zurück und bleib geschmeidig, statt immer alles als Sünde zu verbannen. Könntest du dich einfach mal entspannen und lieber mal die Umwelt und das Klima schützen? Wie wär's? Und Dinge tun, die den Frieden nutzen, statt mit deinem Weltbild deinen ewig Gestrigen alle unablässig zu belästigen. Vielleicht solltest du dein Weltbild mal erneuern und keine Flugzeuge in Wolkenkratzer steuern oder LKWs in Menschenmengen. Und du sollst dich bitte auch nicht selber sprengen. Und wenn du dich schon selber sprengen musst, tu's bitte wenigstens umweltbewusst an einem Ort in sicherer Distanz, wo du niemand außer dir verletzen kannst. Ach ja, aus aktuellem Anlass und der Vollständigkeit halber sei noch kurz erwähnt fürs Protokoll: Man kotzt nicht wie der hinterletzte Troll das Internet mit Hass und Hetze voll. Man bedroht auch nicht andere mit dem Tod. Kleiner Querverweis aufs fünfte Gebot. Man ermordet auch keine Laizisten, Karikaturisten oder JournalistInnen. Und schon gar nicht sollte man erwägen, sie bei lebendigem Leibe zu zersägen. Und Menschen, die sich zur Meinungsfreiheit bekennen,
soll man auch nicht den Kopf abtrennen. Und nee, man geht mit nem MG weder aufs Konzert, in die Kirche, Synagoge noch Moschee. Man sticht in andere Menschen noch kein Messer rein. Nein, all diese Dinge lässt man besser sein und ruft dabei auch nicht den Namen seines Herrn. Denn ich vermute mal, das hat er nicht so gern. Zusammengefasst, lass mit deinem frömmelnden Getue deine Mitmenschen doch einfach mal in Ruhe und hör damit auf, dein schlechtes Benehmen als angeblich Gott gewollt zu verbrämen. Drum, lasst uns einfach so verbleiben, all diese Punkte in die Bücher reinzuschreiben. Wenn wir uns alle daran halten, wird sofort die ganze Welt zu einem friedlicheren Ort. Die ganze Welt zu einem friedlicheren Ort. Ach, stünde das in den Büchern drin, dann hätten diese endlich einen Sinn.